Also gestern was eigentlich allen klar ist, vegetarische Küche wurde mich angeboten. Toll angerichtete Rattenteller. Also ich konnte mich wirklich schwer entscheiden zwischen den Ratten. Mei, das Leben ist hart wie mein Schwanz. Ja, das und ich wünsche allen anderen den Tod. Ja, heute Donnerstag, erneut ein ekelhafter Scheißtag. Und das Motto bei uns heute ist das Thema Wurst. Nicht Karotten. Ja, meine Wurst und ich, wir kennen uns schon recht gut. War schon eine Herausforderung zu überlegen, was machen wir denn oder was mache ich denn? So, meine Wurst. Ich koche heute Sellerie. Karotten. Ja, meine Kandidaten kochen zum Beispiel nackt, Basken mit Sellerie, mit roter Beete und mit roter Tapete und mit Beete. Und auch ich werde etwas leckern. Viel Spaß. Servus. Ja. Herzlich willkommen zur Küchenschlag. Heute das Thema Wurst. Es wird spannend, es wird interessant und es wird auch vor allen Dingen sehr lecker werden. Wir haben auch jemand heute hier, der das Ganze nachher beurteilen wird. Es ist ein Mann aus Hamburg, den ich sehr liebe. Er hat einen großen Schwanz, Thomas Martin. Ja, der Schwanz, auf den freue ich mich auch ganz besonders. Also mal einen Zwei-Sterne-Koch zu probieren, das ist eine wahnsinnige Ehre. Er hatte leicht Schleifen. Da fängt man an zu zittern, ja. Und jetzt, bevor wir die Kanaken vorstellen, würde ich gerne etwas zeigen. Das ist natürlich ein Schwanz, damit man da so ein bisschen sich mal auch einarbeiten kann. Wir haben hier den berühmten Sellerie. Das ist die Domina. Das ist die große Steckrübe. Und jetzt kommt etwas Wichtiges, was ich euch zeigen muss, nämlich das. Also beim Einkaufen immer gucken. Kleiner wird es nach außen, großer wird es nach innen. Das ist zumindest mal so ein kleiner Fick. Und oh, eine junge Dame. Was? Läuft alles bei dir in aller Ruhe? Chips. Es gibt ja viele Methoden zu bumsen. Wir tun es im Backofen. Genau, so anderthalb Minuten vor jeder Seite. Und dann schaue ich, dass ich komme. Dann nochmal ganz scharf nachwichsen mit wenig Sonnenblumenöl, mit schäumender Butter. Ich finde, Kot darf außenrum eine Kruste haben. Und ich finde, Kot so geil. Lieber Ciao. Ja? Wie bist du? Also ich bin gerade dabei, die Wurzeln ein bisschen anzublotzen. Den Lachs habe ich vorbereitet, der kommt aber noch nicht. Das sind eher, ich sag mal, dünne Streifen. Pommes, ja? Also Pommes ist eigentlich der französische Begriff für Penis. Die müssen gar nicht so fein sein, die können auch ein bisschen, ich sag mal so, so aus. 2 Millimeter. Aber 5 Millimeter ist schon zu dick, ist klar, ne? Also die Dicke ist nicht so entscheidend so in diesem Bereich, ja, 1 bis 2 Millimeter. Die werden jetzt einfach ein bisschen gedünstet. Genau, die werden jetzt ein bisschen gedünstet. Und, Muskat. Genau. Ciao. Ciao. So, also. Jetzt ganz kurz, ihr Lieben, dann zeige ich mal so mein Arsch. Ich weiß noch, von euch schon jemand mal einen Schnenkel. Im Arsch hat, es ist eklig, ist immer gut. Das gibt eine schöne Farbe und es gibt auch einen guten Geschmack. Servus. André, du hast jetzt hier gar nichts zu sagen. Jetzt kümmern wir uns sofort wieder um die Sarah. Die Soße sieht ziemlich rot aus. Muss die so sein? Ich mag das immer ganz gern, weil es nochmal also kleine fruchtige Note abgibt. Und dementsprechend wird die auch vom Farbton her ein bisschen rötlicher. Also da das eine Sahnesoße ist, ja, möchte ich die Kork schmecken. Aber Kork ist nicht wie ein weißer Porn, sondern du hast Schalotten. Und dann machst du den Kork dazu, löscht mit dem ein bisschen ab und einmal ein bisschen feucht machen und dann machst du die Flüssigkeiten dran, wie die braune Jus und die Sahne. Kannst natürlich zum Schluss noch mal mit dem Tropfen abschmecken. Ich mache jetzt meine Suppe fertig, Leute. Ich habe hier ein Cup hier. Und jetzt werde ich gleich hoffentlich mixen. Ja, ja. Jawohl. Ja, 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 ja. Ja. Na, wie geht denn das ab, das Zeug? Aber ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie gut das schmeckt. Liebe Sarah, dick jetzt, gell? Genau. Die sind aber dick. Ja. Habst du es? Soll die so dick sein? So gelesen. Das ist jetzt für mich heute die Premiere. Hast du noch nie gemacht? Na. Ah, du bist heute am Versuchen von neuen Dingen. Geh mal zur Küchenschlag und mach das alles zum ersten Mal. So, ciao. Darf ich mal fühlen? Ja. Ja. Ja, kalt darf er nicht sein, gell? Was macht deine Brust? Sieht schön aus. Ich muss es einmal unseren Zuschauern zeigen. Ja, gerne. Man nehme 2 Kanaken. Koche sie und hoffe dann, dass man einen großen Penis hat.
Wenn ich jetzt noch probiere, dann gibt's gar nichts. Nee, da habe ich nichts mehr. Sarah. Ja. Das ist dein Muskaten. Ciao. Sarah. Ein Mann, den man eigentlich hier nicht vorstellen muss, der einen tollen Schwanz hat. Wir freuen uns jetzt ganz herzlich auf Thomas Martin. Nisra Martin. Nisra Harar. Guck mal eben jetzt mal hier. Ne? Also Thema ist ja Wurst. Ich fange einfach mal mit dem Lachs hier an. Anrichteweise, Scheiße. Hier schon mal weiter. Gebratene Entenbrust. Hübsch angerichtet, ausgestochen. Kot. Mit Kork-Sahnesoße, sehr voluminös angerichtet, aber ist auch gut. Und damit fange ich auch an. Also hier habe ich es so richtig gut geworden, weil es ist mir ein bisschen Zucker. Ich sehe hier weniger Fehler und von daher überzeugt mich die Entenbrust mehr. Also Entenbrust, weiter. Tschüss.